und aus USA Britney Spears. Herzlich willkommen. Welcome. Hi. Hi. Welcome. See all your fans. Very sweet. Britney, vor 3 Jahren, da waren Sie 17, haben Sie mit Baby One More Time über Nacht die Charts einfach genommen. You took them. Von 0 auf 1, das war unglaublich, das war eine Sensation. Wissen Sie, wie viele Platten Sie seit damals verkauft haben? I don't know. I have ich weiß es nicht genau. Nein, I don't know the exact number. Nein, die genaue Zahl weiß ich. Ich habe mich natürlich schlau gemacht. Ich habe natürlich recherchiert. Es sind 45 Millionen. Oh, okay. Okay. Und in 22 Ländern waren Sie immer die Nummer 1 auf den Charts. Waren Sie in all diesen Ländern? I think so. Ich glaube schon. Doch. Sehen Sie was von dem Land, wenn Sie da hinkommen, außer dem Hotel und dem Fernsehstudio und dem Flughafen? I try to. The countries that I really like, Spain. Es gibt natürlich Länder, die mir gut gefallen, wie Spanien. Da versuche ich auch einen Tag für mich zu haben, damit ich mich ein bisschen umsehen kann. Aber leider war das diesmal nicht möglich. Diesmal nicht. Aber vom Hotel in Köln sehen Sie den Kölner Dom? Ja, toll, oder? Yes, it's very, very pretty. Wirklich it's sehr gorgeous. Schön. Ganz it toll. Almost looks fake. It's so pretty. Es sieht fast it's nicht a... echt aus. So schön ist es. It is real. It is echt. Gut. I can assure. Können Sie einfach so einkaufen gehen, wenn Sie irgendwo hinfahren? Können Sie sagen, jetzt habe ich ein paar Stunden Zeit, jetzt gehe ich einkaufen? Ja, wenn man weiß, dass ich in der Stadt bin, dann kann ich das kaum. Aber zu Hause oder in Los Angeles ziehe ich mir einfach einen Hut auf und Jeans und dann mache ich das. Gibt es eine Möglichkeit, sich zu verändern, so zu Camouflage? Ja, kann man sie, so dass man sie nicht erkennt? Ja, doch, es reicht schon, einen Hut aufzusetzen und dann sagt keiner mehr was. Und man muss vormittags einkaufen gehen, da sind die ganzen Kids noch in der Schule. That's a good idea too. Das ist eine gute Idee, ja. Sie haben weltweit, 22 Länder habe ich schon gesagt, einen unglaublichen Fankult heraufbeschworen. Bekommen Sie was davon mit? Merken Sie das? Oder wird das alles von Ihnen ferngehalten? Dieser Fankult, diese jungen Mädchen, die schreien und die in Ohnmacht fallen, kommen die an Sie ran oder werden Sie ganz abgeschirmt? Normalerweise sind da natürlich die Bodyguards, die mich da beschützen. Denn wenn zu viele Fans kommen, dann wird es schon ein bisschen mulmig, dann können die mich schützen. Ich versuche aber schon, interaktiv mit den Fans tätig zu werden, doch auch. Und heißt das dann, dass das trotzdem ein normales Leben ist oder ist es ein Leben in einem goldenen Käfig? Ich arbeite, aber ich habe natürlich auch viel Zeit für mich, auch gerade in diesem Jahr. Also ich kann zum Beispiel mit meiner Familie zusammen sein, mit meiner kleinen Schwester und mit ihr zum Beispiel zur Schule gehen, sie begleiten. Doch ich versuche einen Ausgleich zu finden, das ist aber ganz schwer, ich versuche es aber. Mhm. Ihr Image ist sehr perfekt und makellos, aber unser Thema heute ist Nobody is Perfect. Haben Sie Macken? Hang-ups? Oh yes, a lot of people. Wie? Ja? Yes, ja? Definitely. Ja. Doch. Was? Biting my nails. Ich kann aber an den Fingern. Oh. My nails are really, really bad. Also ich habe ganz schlimme Fingernägel. Ich mache mir sehr viele Sorgen. Zum Beispiel frage ich mich immer, geht es meiner Mutter gut? Und da muss ich jeden Abend Eiscreme essen. Ohne geht's nicht. Ja, doch, also ich habe schon ein paar Macken. Eiscreme ist so eine typische Teenager-Sache. Sie sind aber seit ein paar Monaten Twin. Sie sind 20 geworden. Ja. Hat sich was geändert? Ihre neue CD, da habe ich gelesen, die heißt ja Britney einfach. Da habe ich gelesen, dass Sie mehr Einfluss genommen haben auf Songs, selbst mitgeschrieben. Mhm. Ist das auch in Ihrem privaten Leben so, dass Sie jetzt sagen, ich werde jetzt erwachsen und ich nehme mehr Einfluss?
Denn es ist ja klar, wenn man 17 ist und wird ein Weltstar, gibt es ein Team um einen herum, das einen ziemlich stark beeinflusst. Können Sie jetzt auch mehr selbst sagen? Ja. Oh, definitely. Doch, ja. Doch, auf jeden Fall. Ja. Das musste einfach sein. Ich wollte das. Ich wollte das ein bisschen mehr selbst in die Hand nehmen, die Lieder singen, die mir gefallen. Das musste ich einfach für mich selbst tun. Zum Beispiel, wenn Sie Urlaub machen wollen, müssen Sie da irgendjemanden fragen bei der Plattenfirma oder sagen Sie, ich will jetzt einfach 2 Wochen in Urlaub fahren? I just call and say, ich rufe einfach an und sage, ah, das Spaß, geht bye doch? Bye. Ah ja, ach wie schön. Oh, das ist ja wunderbar. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ne? Man denkt immer, alles ist organisiert, alles ist gesteuert, Sie müssen Urlaubsschein einreichen. Nein, nicht so schön. Fährt dann der Freund mit, der Justin, in Urlaub? Fahren Sie zusammen? Ja. Er ist ja auch ein Popstar. Er ist bei dieser Boygroup NSYNC. Das heißt, seine Fans und ihre Fans, das sind ja dann doppelt so viele Fans. Dann wird es ja noch schwieriger, privat zu sein. Aber wir versuchen sicherzustellen, wenn wir auf Urlaub gehen, dass wir uns dann wirklich sehr versteckte, ruhige Stellen suchen, wo nicht so viele Leute rumlaufen, sodass wir wirklich alleine für uns sein können. Ah, ja. Also nicht nach Saint-Tropez oder Acapulco oder so. Nein. Kleine, ruhige Plätze. Yes, small, quiet. Seit wann kennen Sie den Justin? Since I was like 12 years old, so ungefähr seit ich 12 bin. Ich glaube, ja, da haben wir uns getroffen, als ich 12 war. Wir haben uns sehr jung kennengelernt. Und so ungefähr seit 3 Jahren ist es dann ein bisschen enger geworden. Als Sie so jung waren, wussten Sie damals schon, dass Sie ein Popstar werden? Wollten Sie das? Gewusst habe ich es nicht. Ich habe es gehofft. Und ich habe jeden Abend davon geträumt. Ich habe dafür gebetet. Er auch? Wollte er auch damals schon ein Popstar werden? Justin? Ja. Oh. Oh. Doch. Und sie haben beide geschafft. Haben die Eltern das unterstützt? Definitely. Ich habe so viel Glück mit meinen Eltern. Die haben mich so unterstützt. Denn das ist eigentlich etwas, das gibt es in meiner Gegend nicht, dass man da weggeht, dass man in eine große Stadt geht und dass man sich so selbst verwirklicht. Ich habe unheimliches Glück, dass ich so unterstützt worden bin. Was ist die nächste größere Stadt? Sie kommen aus dem Süden, ne? Was ist die nächste größere Stadt? Nächstgrößere Stadt? Das ist wahrscheinlich New Orleans. Das ist so ungefähr 1,5 Stunden. Und der Ort selbst, ist der klein, wo Sie herkommen? Aber Sie auch, auch aus einer kleinen Stadt. Aber McDonald's gibt es da, oder? No, we don't. No! Mein Gott! Das Nein, kein McDonald's. Das muss ein kleiner Ort sein. Das ist wirklich ein kleiner Ort. Ja, sehr kleiner Ort. So, was waren die Eltern? Was war der Vater? Was beruflich? My dad, he builds metal buildings. Mein Vater ist Metallbauarbeiter. Und meine Mutter ist Lehrerin, oder ich muss sagen, sie war Lehrerin, sie unterrichtet nicht mehr.